Seit Tagen hatten sie sich bereits abgezeichnet, aber plötzlich kamen die Regenfälle dann mit voller Wucht. Bei den schweren Unwettern in Spanien sind nach Angaben der Rettungskräfte mindestens 51 Menschen alleine in der Mittelmeerregion Valencia ums Leben gekommen. Noch immer werden Personen vermisst. Die Behörden sprechen von einer noch nie dagewesenen Situation. Mehr als 50 Menschen sind durch die Unwetter und die Fluten ums Leben gekommen. Und das ist nur der vorläufige Stand und auch nur in der Region Valencia. Diese Zahl nennt der Katastrophenschutz. Nach starkem Regen sind in weiten Landstrichen Flüsse über die Ufer getreten. Vielerorts wurden Straßen, Häuser und Felder überschwemmt, Autos und Bäume von den Wassermassen mitgerissen. Betroffen sind besonders die bei Urlaubern bekannten Mittelmeerregionen Andalusien, Murcia und Valencia. In 10 der 17 spanischen Regionen gelten Unwetterwarnungen. Alles ging sehr schnell. Ein Wasserschwall kam herunter. Hier hat es nicht geregnet, aber es kam aus den Bergen. Mit Bäumen, Ästen, alles gleichzeitig und sehr stark. Eine der Brücken hielt er nicht mehr. Das Wasser erreichte auch die Straße und riss 3-4 Autos mit sich. Ein Haus ist verschwunden am Ortseingang. Mindestens von 2 Leuten weiß man nicht, ob sie vermisst werden oder nicht. Ein Mann von 90 Jahren hier hat gesagt, sowas hat er in seinem Leben noch nicht gesehen. In Andalusien entgleiste ein Hochgeschwindigkeitszug mit knapp 300 Menschen an Bord. Es gab aber keine Verletzten. Ursache war ein Steinrutsch. An vielen Stellen sind auch Autobahnen und Landstraßen gesperrt. Die Rettungsmannschaften können daher zurzeit nicht alle betroffenen Gebiete erreichen. Hilfe ist oft nur aus der Luft möglich. Die spanische Regierung hat jetzt eine Armeeeinheit in das Katastrophengebiet geschickt, die auf Rettungseinsätze spezialisiert ist. Außerdem kam am Abend in Madrid erstmals ein Krisenstab zusammen. Erst morgen soll sich die Lage in ganz Spanien wieder entspannt haben. Und zugeschaltet aus Madrid ist nun Miguel Guterres Posada. Schönen guten Tag. Wie ist denn jetzt tatsächlich die aktuelle Lage, besonders in Valencia, die Gegend ja extrem betroffen? Ja, hallo, guten Tag. Ja, die Lage ist hochdramatisch. Also wie Sie sagten, also es gibt offiziell 51 Todesopfer. Die Dunkelziffer ist möglicherweise viel, viel höher, weil es gibt Dutzende, Hunderte vielleicht von Vermissten, speziell in der Gegend um Utiel, das ist eine Kleinstadt, etwa 80 Kilometer westlich von Valencia. Da ist die Lage hochdramatisch. Man wusste, dass es Unwetter geben würde, aber nicht mit dieser Brutalität. Also das hat die Behörden völlig überrascht. Zumal das ist in der ländlichen Gegend, die ist auch logistisch auf sowas überhaupt gar nicht vorbereitet. Jetzt ist mittlerweile das Militär da. Man hofft natürlich, dass die Regenfälle in den nächsten Stunden nachlassen. Aber man weiß auch, die Unwetter, die ziehen jetzt weiter westlich Richtung Andalusien, Richtung Cadiz, also an der Mittelmeerküste. Also die Lage wird weiterhin hochdramatisch bleiben. Und momentan sind die Behörden völlig überfordert mit der Situation. Und man kann nur darauf hoffen, dass die Regenfälle wirklich nachlassen. Du hast es angesprochen, die Unwetter waren angekündigt. Trotzdem hat es jetzt über 50 Tote gegeben. War die Bevölkerung vielleicht auch nicht gut genug informiert? In einigen Gegenden wusste man da, was da auf einen zukommt? Ja, ich meine, wir Menschen haben manchmal ein Dilemma, dass wir uns manchmal selber überschätzen. Ne? Und viele haben wahrscheinlich gedacht, das wäre ich schon irgendwie Regeln, wir werden das schon irgendwie über die Bühne kriegen, also es wird nicht ein Problem sein. Ich habe, sagen wir mal, ein krisenfestes Haus und so weiter, und da haben sich viele überschätzt. Ne? Und wenn man sieht auch, wie die ganzen Autos weggeschwemmt werden, ne? Zu Hunderten, ne? Also das sind Szenen, die kennt man eigentlich nur aus einem Katastrophenfilm. Und da haben sich wahrscheinlich auch viele, die haben einfach mit dieser Brutalität nicht gerechnet. Ne? Und jetzt ist die Lage sehr dramatisch, wie gesagt, die Autobahn zwischen Madrid und Valencia ist gesperrt worden. Man will auch, das wurde auch gesagt, einem gewissen Voyeurismus entgegenwirken. Leute, dass sowas geht mir nicht in den Kopf rein, die wollen einfach nur dahin reisen, um das einfach mal zu beobachten, was da los ist. Also wie gesagt, die Lage ist wirklich momentan recht unübersichtlich, und man hofft natürlich, dass die Behörden zusammen mit dem Militär, es sind etwa 1100 Militärangehörige momentan in der Gegend aktiv, um den Menschen zu helfen. Man sieht Leute, die auf den Dächern sitzen, die hoffen, dass ein Hubschrauber sie da in letzter Sekunde retten kann. Also
ich sage Ihnen, Szenen wie in einem Katastrophenfilm von Hollywood. Unglaublich. Ja, ganz schrecklich. Und du hast es jetzt auch gesagt, die Unwetter ziehen weiter in weitere Regionen Spaniens. Was tun die Behörden jetzt? Wie bereitet man sich darauf vor? Wie gesagt, es sind viele Sicherheitskräfte, wir haben Militärangehörige, auch Angehörige von Rettungsdiensten, die von anderen Städten kommen, nach Andalusien gereist, um da versuchen, dem vorzubeugen. Ob das gegen die Naturgewalt letztendlich hilft, das wird man sehen, aber man ist da schon jetzt ein bisschen besser gewappnet, zumal die Gegend, die betroffen sein wird bei Cádiz, liegt direkt am Meer. Das kann vielleicht auch ein bisschen helfen, aber jetzt sind die, wie es aussieht, besser darauf vorbereitet. Jetzt aber ist das große Problem die Anzahl der Todesopfer. Wie gesagt, bisher 51, aber die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel, viel höher, weil Hunderte von Menschen vermisst werden. Auch Menschen, die in ihren Autos weggespült wurden, ne? Also weggetragen wurden. Also dramatische Szenen. Sowas hat man in Spanien, wie gesagt, nie erlebt. Miguel Gutierrez Posada, vielen Dank für diese ganz aktuellen Infos aus Madrid. Bitteschön.